Bei dem heutigen Parteitag in Saarbrücken geht es darum, einen neuen Parteivorstand zu wählen. Ich will aber nochmal auf das Parteitagsmotto hinweisen. Das haben wir ganz bewusst gewählt, Ja zum deutschen Volk. Dieser Parteitag steht natürlich noch im Schatten des Urteils aus Karlsruhe, dem zweiten Verbotsverfahren gegen die NPD, dass die NPD gewonnen hat. Wir sind nicht verfassungswidrig und wir nehmen das zum Anlass, deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass wir uns weder von dem System der Parteien noch von dem Bundesverfassungsgericht verbieten lassen. Die NPD wird auch in Zukunft Ja zum deutschen Volk sagen, für Souveränität, Freiheit und das Überleben des deutschen Volkes eintreten. Liebe Kameradinnen und Kameraden, ich darf euch als stellvertretender Kreisvorsitzender des NPD-Kreisverbandes Saarbrücken hier recht herzlich zu unserem Bundesparteitag begrüßen. Zu unserem Bundesparteitag im Festsaal des Saarbrücker Schlosses. Ein Parteitag, den viele versucht haben zu verhindern. Insbesondere die Schreihälse und gewaltbereiten Krawallmacher draußen vor der Tür. Und es ist wichtig, immer wieder zu dokumentieren, dass diese fehlgeleiteten Feinde unseres Volkes es nicht schaffen werden, unsere Veranstaltungen zu verhindern. Wir sind das anständige Deutschland und wir lassen uns die Wahrnehmung unserer demokratischen Grundrechte weder verbieten noch von Krawallmachern streitig machen, liebe Freunde. Dass wir heute hier sind, ist aber keine Wohltat des Systems, sondern ist auch dem Umstand geschuldet, dass wir in Karlsruhe einen Sieg errungen haben, dass wir es nicht zugelassen haben, dass unsere Nationaldemokratische Partei Deutschlands verboten wird. Und genauso haben wir uns heute nicht davon abbringen lassen, von Linkskriminellen oder einer untätigen Polizei hier heute unseren Parteitag durchzuführen. Die NPD lässt sich nicht verbieten, wir lassen uns nicht verhindern und werden weiterhin dafür eintreten, unsere grundsätzlichen Ziele, Ja zum deutschen Volk, hier durchzusetzen, liebe Freunde. Und da muss ich schon sagen, da gebührt entsprechender Respekt und Anerkennung. 50 Jahre, das ist schon eine grandiose Leistung. Vielen Dank.